Willkommen in Gelsenkirchen, liebe Zuschauer. Heute wollen wir in der Veltins Arena Spitzenfußball sehen. Heute freuen wir uns auf das Spiel FC Schalke gegen Werder Bremen. Heute treffen zwei Mannschaften aufeinander, deren Saisonverlauf bisher nicht sonderlich gut war, Wolf. Sie müssen auf Sieg spielen, denn nur mit einem Dreier können sie so langsam da unten rauskommen. Defensiv haben sie ihre Probleme. So wird es schwer heute auswärts. In der Defensive haben sie zurzeit große Probleme. Dabei weiß man ja, wie wichtig es ist, zuerst einmal hinten gut zu stehen. Da haben wir die Anfangsformation der Schalker. Kurz noch zur taktischen Ausrichtung. Hier sehen wir ein 3-5-2, hinten also die Dreierkette, dann ein Fünfer Mittelfeld und vorne die beiden Stürmer. Und da haben wir sie, die Startaufstellung von Werder Bremen. Kurzer Blick auf die Formation, Buschi. Ja, da sehen wir ein 4-4-2. Gibt es auch noch. Zwei Viererketten und vorne zwei Stürmer. Exakt 61.973 Zuschauer gehen in die Veltins Arena auf Schalke. Die Heimat der Königsblauen ist gleichzeitig auch ein Denkmal für Schalkes Legende Rudi Assauer. Ja, das kann man wohl sagen, Wolf. Unter Assauer wurden verworfene Stadionpläne beim FC Schalke wieder aufgenommen. Und das Resultat können wir seit 2001 regelmäßig bei stimmungsvollen Heimspielen bestaunen. Geis. Goretzka. Das könnte die Chance werden. Ball im Aus, das gibt Ecke. Nastasic! Er versucht mit dem Kopf, aber der Ball geht vorbei. Schade, das war eine richtig gute Chance. So eine klasse Vorlage. Da war mehr drin. Aber so geht der Ball über den Kasten. Da hat er wohl zu genau gezielt. Moisander. Das macht er gut. Fritz. Ball draußen, wird Einwurf geben. Gebre Selassie. Bartels. Ronaldo. Meier. Da spielt er den Ball Richtung Außenlinie. Defensive ist gut organisiert, da kommen sie nur schwer durch. Super Einsatz, da kann er ihn stoppen. Keins. Sie holen sich den Ball. Jetzt Hünteler. Geis. Mit ihrer Passsicherheit kontrollieren sie die Partie gerade. Den Ball
holt er sich vollkommen problemlos. Für den FC Schalke 04 wird das heute nicht leicht, oder? Nee, ganz im Gegenteil. Die Teams trennt nicht viel. Umso wichtiger wird ein konzentrierter Auftritt sein. Da kommt der Schuss. Er war noch dran, gibt Ecke. Da passt der Klasse auf. Wieder ein Eckball. Den spielt er wieder zurück. Freistoß gegen Schalke. Das macht richtig Spaß. Das sind große Momente für jeden Keeper. Klasse gehalten. Tolle Aktion. Geis. Goretzka. Und jetzt gehen sie über die Flügel. Sie suchen das Loch in der Abwehr. Jewgen Koloplyanka. Super gemacht vom Torwart. Und es gibt Eckball für Schalke 04. Wieder Ecke. Mal sehen, was sie daraus machen. Abgewehrt vom Torwart. Klasse Einsatz, aber kommt auch an den Ball. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Die Chance. Die Szene noch nicht vorbei. Meier. Den Ball kann er klären. Und wieder gibt's eine Ecke. Das Ding hat er super gehalten. Wir sehen es hier nochmal in der Zeitlupe. Boah, das war nicht einfach. Klasse, wie der Keeper da reagiert. Interessante Statistik, wie ich finde. So also waren die Ecken heute verteilt. Jetzt ist der Ball weg. Die Ecke kam nicht besonders gut. Rahman Baba. 0-0 zur Pause. Bisher kein Team mit entscheidenden Vorteilen in dieser Partie. Wir steigen ein in Durchgang 2 hier in der Veldins Arena. Kainz. Pizarro. Das könnte gefährlich werden. Max Kruse. Jetzt hatten sie die Chance. Das wäre die Führung gewesen. Santiago Garcia.
Er macht das Spiel schnell. Der Ball kommt gut. Und abgefangen vom Verteidiger, diese Hereingabe. Es gibt Ecke. Fairer Einsatz hier. Die Gäste werden wechseln. Lassen den Ball laufen, aber jetzt bräuchten sie auch mal einen Zug zum Tor. Sehr gut reingespielt. Versucht mit dem Kopf. Gut gemacht vom Torhüter. Da zieht er ab. Der geht nicht rein. Es bleibt beim Unentschieden. Sie nehmen eine Auswechslung vor. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Bartels. Er passt ihn auf den Flügel. Schöne Flanke. Pizarro. Das Unentschieden ist ihnen nicht genug. Sie wollen das Ding gewinnen. Meier. Rahman Baba. Sie trainieren viel mit dem Ball und das sieht man hier auch in dieser Szene. Technisch von allen Spielern. Große Klasse. Bartels. Da passt er auf. Macht er ihn. Sie wollen die Führung, aber die Chance vergeben. Das könnte die Chance werden. Gute Ballführung. Und das Meier. Da ist der Führungstreffer. Sie liegen vorne in diesem Spiel. Ja, so kennen wir ihn. Technisch einwandfrei und überlegt bringt er den Ball da im Kasten unter. Und lässt alles dabei so leicht aussehen. Ein bisschen hat es ja gedauert, aber jetzt können wir in der zweiten Hälfte den ersten Treffer der Partie verzeichnen. Jetzt wird es gefährlich. Ich sehe Bewegung auf der Bank. Es gibt gleich den Wechsel. Das gibt jetzt Abstoß. Sie sind nach wie vor in Rückstand und müssen jetzt alles versuchen. Es wird gewechselt. Vielleicht läuft es dann ja besser.
Wird das seine Torchance? Ball schon wieder weg, gut gemacht. Die Chance. Sie scheinen sich den Gegner zurechtlegen zu wollen. Der Ball läuft gut, aber noch finden sie keine Lücke. Der Einwurf könnte ihnen jetzt eine Chance einbringen. Sie werden hier wechseln. Goretzka. Hinten stehen sie kompakt, aber kommen sie jetzt vielleicht durch? Meier. Gut verteidigt hier. Gnabry. 6 Minuten haben wir hier noch. Sehr gut aufgepasst. Jetzt vielleicht. Yevgeny Konoplyanka. Da kommt der Pass auf außen. Er köpft den Ball zum Mitspieler. Junusovic. Die Bremer versuchen jetzt mehr, wollen hier mit langen Bällen zum Erfolg kommen. Jetzt wird's interessant. Sie werfen ihre bisherige Taktik komplett über Bord und drängen auf das gegnerische Tor. Lange Bälle und alle Mann nach vorne. Santiago Garcia. Geis. Der Referee pfeift ab. Schalke gewinnt dieses Spiel hier. Sieg ist Sieg. Fragt später eh keiner mehr, wie der Erfolg zustande kam. Ja, und deswegen werden sie auch ganz schnell einen Haken an dieses Spiel machen. Kurz freuen ist okay und dann gleich wieder Fokus auf die nächste Partie. Jetzt vielleicht. Yevgeny Konoplyanka.